hier jetzt den ganzen Krempel weg. Damit die ganzen Holzbretter hier alle rauskommen. Hier vorne kommt später eine Stufe hin. Und das wird die fertige Höhe dann. Zeige ich euch mal von innen. Ihr seht, da kommt ca. 20 cm Bettung drauf. Dann wird es isoliert, damit kein Wasser nach oben kommt. Dann kommt der Estrich drauf. Dann haben wir hier ein gutes Fundament. Die ganzen Bretter sind draußen. Hier hat sich einiges getan. Hier schlagt man das gerade ab und betonieren das neu, denn da wird später die Türe reinkommen. Wird ganz schön aufgefüllt hier, leck mich im Arsch. Den kleinen Kerle haben wir hier auf der Treppe gefunden. Bevor der zertreten wird, lassen wir den mal lieber in den Garten frei. Hä? Warte noch ein bisschen. Nicht rausklettern, warte noch. Warte, 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 warte. Hier, guck mal. Hast du gleich was zu essen hier. Sollte über den Winter reichen, oder? Und tschüss, mach's gut. Ciao. Daniel hat jetzt unsere Dusche gemacht. Schön mit Gefälle. Ich hoffe, das sieht man im Video. Dann ist die Baustelle hier auch erledigt. Wir haben es geschafft. Wir mussten 46 cm Breite durchkämmen für die neuen Fenster. Oben drüber wird es jetzt neu betoniert, damit wir ganz sicher sind, dass alles stabil ist.
dann können wir die Fenster einbauen. Wir bereiten jetzt alles vor zum Betonieren. Vor Schalen quasi. Das hier haben wir gestern betoniert. Jetzt ist es stabil. Mit 16 mm Stahl dazwischen. Da passiert nichts mehr. Stabiler als davor. Das gleiche haben wir hier vorne auch gemacht. Die Tür wird später ein bisschen höher als die Fenster sein. Ich hätte gern die Fenster quasi bündig mit der Tür, aber es ist zu gefährlich, hier noch weiter nach oben abzuschlagen, zwecks dem Balken, nicht, dass da was runterkommt. Deswegen lassen wir das so. Zeige ich mal euch das Ganze von draußen. Bei dem bescheidenen Wetter. Wir entfernen gleich hier den Wäscheständer. Was für eine Aussicht, Leute! Kann man schön die Hosen dran hängen. Und Hemden. So, wir haben einen neuen Ventilator, damit es hier nicht mehr warm ist. Und so schnell entfernt man eine alte Antenne. Ich zeige euch mal unser Dachgeschoss. Der ganze Boden ist im Dachgeschoss mit Noppenplatten ausgelegt. Jetzt müssen wir nur noch die Fußbodenleitungen drauf installieren und dann können wir hier ein bisschen Estrich verlegen. Fußbodenheizung im Dachgeschoss hat auch nicht jeder, aber bei uns ist es die optimalste Lösung. Das Abwasserrohr für das Regenwasser ist aufgelegt. Füllen wir jetzt mit Splitt auf und dann betonieren wir drüber. Dann ist das Problem auch erledigt. Wir montieren jetzt die Kellerfenster zusammen und bauen sie gleich ein.
schöne Aussicht. Wir haben es geschafft. Wir müssen nur noch Aufgaben, um das Teil hier damit zu verbinden.